Cool, das schön ist alles, alles über einer 9. Jawohl, eine 4! Ja, muss dann kannst du schon mal sparen. Oh, shit. Oh, jetzt, ja, komm, weißt du, 6, 8 oder 9, das sind bei Siedler aber die schlimmsten, weil das natürlich die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass du da drauf kommst. Oh, Dalu reibt sich schon gerade seine kleinen Finger, ey. Ich lass das mal hier liegen. Ne? Oh, Dalu reibt sich schon die Finger. Wer wird denn das geflattert von uns? Warte nicht. War ganz schön teuer, der Komm, selbst opfer dich, danach. 6, 8 oder 9. Oh, eine 5! Ja, eine 5, das ist mein eigenes! Jawohl! Hab ich Glück, ey. Natürlich, natürlich unglücklich, dass ich der Nächste bin, so eine Scheiße. Das ist aber echt unglücklich. Oh, nee. Ich kann noch draufkommen, aber... Komm, bist du bist doch ewig weit weg, Jay. Eine 8. Ah, hallo. Ja, jetzt nicht mehr. Guck mal. Dann krieg ich jetzt Miete? Bin ja gar nicht mehr im Knast. Nee, du bist noch im Knast. Nee, du bist noch im Knast. Bist du im Knast, ja. Und diese Regel, dass man im Knast kein Geld kriegt, ey, mach mich fertig. Du bist dran. Jetzt benutzt du quasi die Karte erst. Hui! Was? Eine 9. Dalu, was war das? 22? Das sind 16. Boah, das ist ja nichts. Ja, das ist. Das ist so ein bisschen die Putzfrau, die Betten tauscht in dem anderen Ort. Ja, die muss davon bezahlt werden. Ey, du hast einen vergessen. Ja, ah, oh, nein. Ganz so. Da bin ich fertig. Oi, oi, oi. Mal kurz so dumm nachgefragt, wo ist denn die eine Grüne hin? Hallo? Es fehlt eine grüne Karte. Warum? Da liegt eine und Dalu hat doch zwei. Nein, 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 ich habe eine Pike nur. Pike fehlt. Und die lag auch noch da. Also es waren beide. Wer hat sich Pike geklaut? Vielleicht liegt die ist da irgendwo wieder drunter irgendwo unter dem Stapel. Ist die ja von irgendwo drunter. Einer hat die Lol. Umgedreht. Ah, okay. Wow. Alles klar. Okay, ich kaufe mir auf jeden Fall Targaryens Dingsbums Haus auch noch. Ja, no. Kannst du ja auch mal machen. Hey Bram, guck mal, ich kann dir die rote Wüste ja, verpiss dich. Bahnhof geben. Ja, verpiss dich, ist halt auch geil. Ja, verpiss. Was will ich mit deinem Schrott? Weißt du, wir müssen halt, es muss halt gewartet werden, bis einer dumm ist und rausfliegt, ja, und der kann dann halt geflattert werden. Und dann ist der Punkt, wo es halt interessant wird. Und bis dahin. Der kann dann geflattert werden von Dalu. Ja, kann halt von Dalu geflattert werden, weil der dann das ganze Geld hat. Weil die, wenn wir die ich hab erstmal noch gar kein Geld. Ja, aktuell hat er nicht fertig, so viel ne? Geld. Ich bin fertig. Na, ich hab richtig viel Geld, ey. Ich würde gerne flattern. Eine 4. Wo ist er denn? Hier. 1, 2, 3. Und das wieder Sepp. Grauen 18. Ich geb dir 2. Er hat echt richtig Asche. Ich hab richtig Asche. Er kann gar nichts damit machen mit dem Geld. Ey, komm, Dalu, lass da zusammen hier was auf. Okay, gut, was gibt's mir denn? Ich hätte gern die rote. Ja, ich muss mal pissen, was? Okay, du kriegst alle meine roten Karten. Was krieg ich dafür? Ja, du kriegst alle meine gelben. Wow. Okay, darf ich dann machen oder wer ist dran? Ja, klar, das du. Nein, warte mal, wer war dran gerade? Dalu? Ich war dran. Ja. 10. Ich habe eine 10. Ich darf bei Dalu bezahlen. Ist doch schön. Kriegst du dein Geld einfach wieder, Dalu? 25. Warte, wo genau stehst du drauf? Auf meinem Häuschen? Auf dem Reh. Doch, Hirsch. Also, Dalu. Bei Baratheon. Wir haben jetzt fast eine Runde gelaufen. Ja, darf ich jetzt hier mit W.S. Dothrak hier mal anhandeln? Warte. Ja, was willst du mir dafür geben? Ja, was möchtest du dafür haben? Also ich geb dir dafür das Doppelte von dem Kaufpreis. Ich möchte das Doppelte einer Nacht an meiner Wegkreuzung. Was? Willst du mich voll verarschen? Nee, eigentlich nicht. Ich soll dir 1200 geben, oder was? Was bist du für ein Raffzahn? Ja, okay, dann nicht. So ein Raffzahn. Ey, 2 Nächte in meinem Luxushotel. Ja, ich würfel ist voll in Ordnung. Mal. Jetzt ja, sonst muss ich, weißt du, wenn ich dir jetzt, ja, deswegen muss ich ja jetzt zahlen, also dann komme ich, dann habe ich ja halt gar nichts mehr, wenn ich dir jetzt das Doppelte zahle und dann nochmal zahle. Eine 11. Ha! Okay. So, ich krieg 400. Ist okay, ich warte halt noch eine Runde. Nee, du kriegst 200, wieso kriegst du 400? Ja, 200, sorry. So kommst du natürlich an viel Geld. Ja, ja. So. Dalu, wie viel wolltest du jetzt dafür haben? Das Doppelte einer Nacht an meiner Wegkreuzung.
Mach das doch nicht. Wir können doch Dalu jetzt nicht noch boosten. Kannst du jemand anders Dalu? Mandeln nehmen? Ja, ist okay. Ja, ich nehme das an. Ich nehme das Angebot an. Du nimmst das an? Ich nehme das Dalu, Angebot an. Darf ich mal kurz an. Darauf hinweisen, dass das bei mir ziemlich dumm war, das zu machen? Ich möchte nur mal auf das Wort dumm hinweisen, ja. Wie kannst du denn jetzt Dalu noch mehr boosten? Er kriegt jetzt das Geld. So, hier, bitteschön. Nimm deine 1200. Ich muss erst mal checken, oder sind das 11? Warte mal, oder sind das 11? Warte, ich guck nochmal nach. Sind es 11 oder sind es 9? Wie packt man die zusammen? Ja, sind sie jetzt. Das ist jetzt 29, also du hast jetzt irgendwelche mitgenommen. Wie kann das sein? Alter, Dalu. Als ob du 29 mitgenommen hast. Nee, die kam nichts mitgenommen. Nee, der hatte 11 und hier liegen nur noch 4. Das sind jetzt aber 29. Hey, ich hab doch eindeutig nichts mitgenommen. Ich hab die zusammengepackt und rübergestickt. Ich hab jetzt nicht 29 Münzen, so viel hab ich nicht. Nein, dort ist 11. Aber wo kommen die anderen her? Hier, von der Bank. Guck mal, der Bankgoldstapel ist. So, das sind 11 Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, da fehlt nochmal ein Huni. Ja, kriegst du ja hier. Oh, jetzt geben wir deine Scheißkarte. Dem krassen noch richtig dick abblasen. Okay, Christian. Das hat sich auch schon gelohnt. Sieht jetzt aus. Nee, nicht. Christian, blau oder lila, was möchtest du bauen? Würfeln möchte ich. Ja, dann würfel. Alles klar. Heiße! Eine 7. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Christian, du hast dann die Chance. Ja, ich weiß, der soll erstmal in dem Game vorbeikommen. Vielleicht müssen wir dann nochmal handeln. Also hab ich? Ja, ja. Bis dahin muss Jay sich bedrücken. Hab ich. 10. Mit Dalu, was möchtest du eigentlich für Meidengraben haben? Den ist hier. Bam. Für Meidengraben. Eine Nacht. Plus. Wie Dalu wie so eine Hure immer nur in Nächten richten. Das Haus. Und die Wüste. Was? Plus welches Haus? Haus Lannister. Ach so. Komm, sag ja. Ah, ganz schön teuer, ey. Das wird noch ganz schön teurer als bei mir. Möchte ich aber sagen. Ist nee, ist günstiger. Günstiger. Ist viel günstiger. Ist günstiger. Das ist günstiger. Du kriegst aber auch Bram das Sonderangebot. Bram muss ja eigentlich und handeln. Musst, von du darfst in der Nacht feste schlafen. Ja, dann bringt dir das doch ja, gar Ja, dann mach doch mal ein vernünftiges Angebot. Und gib mir nicht hier irgendwie die rote Wüste, Alter. Also ich mach Angebote. Ja, was soll ich dir denn? Du musst dir erstmal die scheiß Bram, Orange Bram, kaufen, damit wir vernünftig tauschen können. Bram, bist du fertig? Ich bin ich kauf dir doch nicht zwei Straßen, du Bobo. Ja, dann wäre doch mal ein vernünftiges Angebot. 1, 2, 3, 4. Weißt du, du spielst 6, einfach 7. auf Ach, Scheiße. Mann, was will ich denn immer hier? Weil spiel ich auf Scheiße? Scheiße. Ja, hallo, da musst auf du Scheiße. Unbedingt ein Haus drauf. Ich spiel auch nicht auf Scheiße. Ich spiel darauf, dass du halt nicht mächtiger bist als ich. So, wer ist denn hier dran jetzt? Wow. Ich bin dran, Sepp oder? Dran. Sepp, du hast immer noch mein Ziel. Du musst auch nicht an dem Gasthaus schlafen, sondern an der Nachtfest. Die ist billiger. Was, wieso machst du sie denn billiger als mir? Vielleicht habe ich sich ein ungerecht behandelt. Ja, was soll das denn hier da, Lu? Also eine Nacht in der Nachtfeste kostet nämlich nur 550 anstatt 600. Wie ist das denn im krassen Bergfried? Kannst du auch pennen, oder? Im krassen Bergfried. Was tauscht ihr denn da eigentlich da kannst du auch pennen, nee, oder? Da steht kein Haus. Aber da kann ich ja auch pennen nein, im Haus. Nein. Was tauscht ihr denn da überhaupt? Er hat will ja nicht. Er wollte einen Meidengraben haben. Was ist denn Maiden, der Maidengraben? Ach, die Orangen, ja. Hätte ich ihm verkauft für einen guten Preis. Die Lannisters schicken ihre Grüße. Rücken sie vor bis zu den Zwillingen. Wenn sie über loskommen, ziehen sie 200. Geil, zwei Felder. Das sind die Zwillinge. Nein. Aber nice, zack. Wow. Ja, schon richtig weit gekommen. Voll gut. Cool. Dann darf ich, oder? 10! Welcher bist du denn überhaupt? Ich bin oben in der Gefängnis zu Besuch. Ah. Der Lanzel möchte eine 10! Ich eine 9! Nee, blöder Lanzel. Na komm, wer kriegt? 14. Alles klar. Setzen. Komm nochmal, wer auf mein Hütchen da? So, ja, dann ist der nächste dran. Oh
Ne, Moment, ich bin ja nicht Tyrion. 2, 4, 5, 6, 7. Grünfelder bleiben unangetastet. Eigentlich die Grünfelder total gerne. Ihr Meister bietet ihnen seinen weisen Rat an. Jetzt krieg ich 25, weil er mir seinen Rat anbietet. Ja. Ja. Das ist doch voll geil so. Ey, Christian, komm, ich muss dir mal was erzählen, weißt du? Ja, vielleicht gibt er dir ja voll den Rat, dass richtig 25. Nein, er hat dir, du musst 25, du kriegst 25, damit du das als Rat ansiehst und als Weise. Ja, ja. Oh, sehr weise, meinst du? Aber ich finde, das hätte aber so vom Betrag auch noch ein bisschen weiser sein können. So, darf ich dann? Der ist Weisheit wäre eher so eine 10 gewesen. Was? Darf ich? Ja, ja. Ui. Bram, wenn du die Orange hättest, könnt ihr auch so gut handeln, ey. Ja, aber ich hab die nicht und ich hab nichts, was ich dadurch bieten kann. Wo bist du denn überhaupt? 5, 1, 2, 3. Die Faust der Eis erst. Nee, das Menschen, gehört mir nicht. Da krieg ich jetzt mal 4, ja. Boah, 4? So, jetzt ja, noch 4 bekommen, ja. Eieiei, ey. Das ist schon nice. So. 4 Kupfersterne, Sepp. Hast du das nicht Schäkel? Wie gesagt, ich hab halt nichts, was ich Dalu geben kann, Sepp. Bram kriegt noch 200. Du hast ja noch nicht probiert. Schon, genau. Wie weit probieren? Vielleicht ist der Dalu dir gut gesinnt. 9. Als wenn der mir den gleichen Preis zu Maidengraben nimmt wie du, hab ich keine Kohle. Jawohl, ich krieg Cash. Vielleicht kriegst du ja einen besseren Preis. Ich krieg Cash. 1. 4 sind das dann, ne? Guck mal ganz ehrlich, so viel Cash wie der hat, Junge. Okay, Dalu, was willst du für Maidengraben haben? Was war das nochmal? Okay, für Maidengraben möchte ich von dir dasselbe wie von Sepp. Das Haus und die Mauer. Und eine Nacht in meinem Nachtfest. Nur eine Nacht? Die doppelte? Nein, nur eine Nacht in der Nachtfest. Warum machst du das so billig, du Arsch? Ey, ich bin ein fairer Mann. Bist du überhaupt nicht? Ja, okay, bin ich nicht. Aber so läuft der. So läuft halt der Hase, ey. So eine Scheiße. Fairer Mann bist du nicht. Ja, okay, komm, Dalu, machen wir. Okay, das sind 550 und die beiden Karten, ne? Ja, das sind 550 die beiden Karten. Okay. Kannst du davon ausgehen, dass Sepp jetzt mehr bezahlen muss? Sepp hat das Angebot zuerst bekommen und abgelehnt. Da kann ich nichts für. Ja, oh, das sind 550. Hä, das ist schon zu viel. Zu viel, oder? Das sind jetzt, das sind 600. Jetzt, okay, so, jetzt und noch einen drauf. Und noch einen okay, drauf. Das Trinkgeld wäre nicht nötig gewesen. So, was würdest du sagen, die beiden Häuser? Das Haus und die Mauer. Ach nee, das Haus und die Mauer, genau. Welches Haus denn? Stark oder Targaryen? Stark natürlich. Ah, zack, zack, dann krieg ich den Maidengraben. Ja, hier ist der Maidengraben. Ah, man, nice. Ja, geil, Alter. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wie weit hast du gerade für den Wert abgegeben, Bram? Ich hab einen Wert abgegeben. 950. Also wie viel hast du plus und minus gemacht? 1100 gegen 970. Okay. Was, 970 hast du eine Straße dann nur gekriegt, oder? Sepp ist doch dran jetzt, oder? War Dalu dran? Dalu ist doch gerade auf losgekommen, der Geldsack. Genau, ja, Dalu ist gerade okay. Sepp ist dran. Ey, Bram, möchtest du tauschen? Ja. Okay. Ich gehe mal ganz schnell auf Klo, oder? Bis ihr fertig seid mit eurem. Ich gebe dir Lannister dabei. Ne. Dabei? Wobei? Ne. Wobei denn überhaupt? Bei Drachenstein, bei der Orangen. Und dafür kriege ich die Rote. Ne. Ich musste mir gerade, damit du mit mir handeln kannst, musste ich mir das teuer kaufen. Also krieg ich von dir die Orangene, du kriegst die Rote und ich krieg von dir die Nacht in Dalus, die Nacht in Dalus Ding in Cash ausbezahlt, damit wir beide unseren Anteil in diesem Handel bezahlt haben. Weil ich habe dafür ihm noch 2 Karten gegeben. Eigentlich müsstest du sogar noch mehr nehmen. Das ist schon viel zu günstig alles. Weil du zu wenig Karten hast, hattest. Ja, dann kriegst du ja nicht. Okay, dann nicht. Dann nicht. Wenn du nicht willst, dann nicht. Das ist. Jetzt gerade, also, wenn du nochmal hinterfragst, wird teurer. Das ist übrigens überhaupt nicht leicht zu pinkeln, wenn man das hört. Und das kostet nochmal das Gleiche. Nee, das kostet das Gleiche. Wir teilen uns die Kosten, damit der Handel zustande kommt. Das ist witzig. Das haben wir, das würden wir machen. Uiuiui. Und selbst einen Würfel mal. Hab ich schon. Okay. Jay, wie viel Kohle hast du mittlerweile? Ich hab halt nix, ey. Ich hab halt gar nichts. Meren. Dich verarschen, du kommst jetzt genau auf Meren drauf. Du hast die Würfel gelegt, oder was? Lustiger Handel. Du hast mal das eine 4, oder?
Ja, ich habe eine 4. 1, 2, 3, 4. Du stehst da. Ja, stimmt, oh, er war auf den Zwilling. Er war auf den Zwilling. Ah ja, ich stand auf den Zwilling. Ja, ja. Ja, erwischt. Okay, Dalu, was kriegst du? Ach so, Und Chris ist das Doppelte. Ich bekomme, das Ach, nee, Vierfache der Anzahl der Würfel. Also 16. Boah. 16, ja. Huiuiuiuiui. Na Sepp, umso länger schön. Du badest, umso mehr Vorteil kriegt Dalu. Hattest du einen oder beide? Nur eins. Ja, Sepp hat das andere. Sepp und Bram hatten dieselben Karten. Christian, sollen wir mal ein bisschen Zugzwang auflegen auf Bram und Sepp? Wir müssen jetzt handeln, damit wir die vorher nackig machen. Die müssen jetzt bauen. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Was sagst du? Blau gegen Nimm noch Kohle, wenn du blau abgibst. Was? Als wenn ich blau abgebe. Okay. Was hättest du dir denn so vorgestellt, Jay? Wie teuer ist denn der Wert? Warte mal. Das ist... Wie kostet die? Königsmund kostet 400, ne? Pentos kostet 260, okay. Runden wir das mal auf 200 auf, damit man leichter rechnen kann. Also da ich die 1200 gezahlt habe, würde ich sagen 600 plus. Wir müssen das irgendwie vernünftig machen, dass das auch ein fairer Tausch ist, damit wir letztendlich das auch kaufen können. Also ich will es halt wirklich fair halten. Du hast auch einen Partner jetzt, der fair sein möchte. Ja, ich versuche das fair zu machen. Ich habe 1200 gezahlt an Dalu, damit ich die Lilane kriege, ja? Ja, das ist mir doch egal. Ja, das ist ja deine Schuld. Du willst doch die Lilane haben. Erstmal möchte ich die Königsmund haben. Nee, die kriegst du nicht. Achso, die kriegst du. Okay, dann möchte ich die Lilane haben, ja? Ja, die kannst du haben. Okay, für wie viel? Aber was du da für die andere Lilane bezahlt hast, da kann ich ja nichts mehr. Dann möchte ich 600. Ey, lass mal fair zusammenarbeiten, Christian. Ja, ist klar, dann möchte ich 600 und die. Und du kriegst. Und die Lilane und dafür kriegst du Bravos. 600? Ja. Da kannst du aber nicht bauen, mein Freund. Ja, also, ich gebe dir höchstens bauen. 200. Einmal über los. Nee, dann müssen wir leider noch weiter würfeln. Also ich habe wirklich versucht, ein faires Angebot zu machen da. Ja. Aber leider möchtest du das nicht fair haben, dann nicht. Dann würfel ich jetzt. 600. Ja, ist nur fair. Quatsch, das ist viel zu teuer. Wo bin ich denn? Ah, eine 2! Komm! Ha! 40, ne? Oh! Das ist gut, ja. Hier. Schön. Oh, boah, fliegt fast zu Sepp rein. Oh, dann hab ich nochmal. Ja. Und brr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 
6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das kommt jetzt. Auch noch die los. Schöne. 600 hätte ich gern. 600 hättest du gern. Oh, Bram hat jetzt zweimal. Die hat er zweimal. Ja, ich belaste einmal hier Heron Hall, ja. Schon mal mit einer Hypothek. Wie viel kriegst du dafür? 110. Ja, weil wenn Sepp die nicht haben will, wa? Kann ich so. Hypotheken. Wobei, nee, muss ich noch gar nicht. Ich hab noch genug Bargeld, wa? Um das so zu bezahlen. Theoretisch. Ja, hast du bestimmt noch. Ja, habe ich dann hier. Tut da mal ein paar Dublonen zusammen. 400. Das sind 400. 500. 500. Und jetzt machst du 10. Ja. Vielen Dank, der Herr. Ich hoffe, es war angenehm. Ja, war super. Das freut mich. Ach, so eine Scheiße, ey. Und nur weil Sepp nicht vernünftig handeln möchte mit Fram, ey. Ich möchte verhandeln. Ja, Jay, das sagt der, der seine Kosten auf Christian umwälzen will. Ja, ich mach das aber fair. Ja. Du machst ja das Bram nicht halt. Bram nicht. Macht das ja auch ich, fair. Bram war ja, ich das hab, alles? Ich hab viel mehr Moment. Straßen gehabt. Okay, ja, er musste ja selber erstmal okay, Straße Bram macht's kaufen. Nicht fair, ja, ist okay. Ja, wo ist denn, meinst du nicht fair? Gewesen. Meinst du die gleiche Rechnung wie bei Jay? Nee, du hast jetzt überhaupt die Voraussetzung. Du hast jetzt überhaupt die Voraussetzung, mit mir zu handeln. Vorher hätten wir auch gar nicht handeln können, wenn jetzt, du das jetzt ist der Bram, ja, aber der du Bram hast ja bestimmt ein bisschen lockerer mit dem Handeln, Sepp. Du jetzt hast ja auf jeden Fall Bram, ich gebe dir Geld für das Haus Targaryen. Oh, wie viel gibst du mir denn? Was hättest du gern? Du brauchst ja jetzt wieder ein bisschen was, sonst kommst ja nicht über die Runde. Er hat halt 21 heißt, ich brauch was. Also worauf ich gerade so ein bisschen spekuliere, sollte ich gleich nochmal bei dir auf die Häuser draufkommen, ja, und ich den Löffel abgeben, wirst du genug Geld haben, um in den jeweiligen Auktionen die einfach die Straße zu kaufen. Das ist auch richtig. Ist. Deswegen mach doch was, dass du nicht bankrott gehst, weil sonst versteigern wir vielleicht auch die anderen Straßen. Ja, ich weiß, aber pass auf, der Hintergedanke ist der, wenn ich halt den Löffel abgebe, dann gibt Sepp den Löffel auch ab. Der braucht mich, aber der Junge stellt sich stur. Und ich habe schon mit meinem Leben ja, abgeschlossen. Ja, ich stell mich stur. Weißt du, ich will die ganze Zeit mit dir. Ich hab dir mein Angebot gegeben. Abzocken. Okay, ich geb dir jetzt nochmal das Angebot. Ja? Ja. Die rote gegen die orangene und ich krieg 550. 400. Du bekommst von mir 400, Bram, für das Haus Targaryen. 400? Viel zu wenig. Dann ja, du bist noch nicht dran. Sepp, 550. 400. Pass auf. 400 und ich darf einmal frei über Rot kommen, wenn ich da drauf komme. Jay, ich mach das mit den 600. Ja, okay. Oh, komm, jetzt geht's los hier. Oh, leck mich, aber wir sind noch nicht dran, Christian. Das kannst du gleich mehr unterbreiten, das Angebot. Wir sind noch nicht dran, wir dürfen noch nicht. Ich so ein mündlicher Vertrag. Ich muss einfach nicht zahlen. Was machen die jetzt? Hier werden schon Sachen gehandelt, die nicht existieren. Also Sepp muss jetzt gleich, nee, Bram muss jetzt gleich einmal nicht zahlen. Ja. Wenn ich auf Rot, also mein nächstes Mal Rot, egal wie hoch, muss ich halt nicht zahlen. Aha. Okay, so, das sind, da fehlt noch eine. Ja, die hat er hier versteckt, die ist unter dem Brett hängen geblieben. Die ist unter dem Brett hängen geblieben. So, Moment, was sagst du? Du wolltest jetzt hier Haus Targaryen haben? Ja. Was gibst du mir dafür? 400. Ja, das ist aber 400, hat das ja schon quasi gekostet. Ja, dann nicht. Ich wollte dir nur Geld geben, damit du auch vielleicht bauen kannst. Ja, ne, das würde ich ja jetzt eh machen. Was krieg ich dafür 100, wenn ich die mit einer Miete belaste? Moment, da gibst du 400? Boah. Nicht schlecht, oder? Ah, ist eigentlich. Wenn du mal so drüber nachdenkst. Eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke, ist das eigentlich ziemlich schlecht, aber in der Not frisst der Tiger manchmal. Frisst der Teufel auch manchmal. Ja, komm, hier, du kriegst aus Garrett, ich will 400 haben. Jawohl, komm, gib mir. Ja. Wir machen jetzt ein One-Hit-Wonder. Ja, komm, gib mir auch die ganzen Silber hier. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nein. Ja, hier, da. Oh, Gott. Hat der da drei Häuser, ey. Boah. So. 100 kostet das, wenn man da drauf kommt. Hart wird erst ab 4 Häuser. Ja, so. 100 ist ja doch echt ein Schnapper. Depp, willst du nicht auch bauen? Ein Haus. Ich will auch bauen, ja. Zwei Häuser. Du kannst jetzt bauen, wenn du dran bist. Ich bin noch dran. Drei ja. Häuser. Aber Sepp wollte schon bauen. Ja, aber Sepp will also. Ja, nein, ja, ich will nicht bauen. Dalu hat gefragt, ob ich bauen will. Vier Häuser. Oh, ne, Hopper, das stimmt gar nicht. Das sind vier, das sind insgesamt. Hey, komm, eine Münze muss da runter. So. Acht Häuser insgesamt. Das ist richtig. Bram, Junge, das sind 8 zu 3, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Bram hat gar kein Geld mehr, alter Vater. 7, 8, okay. Wie macht man das mit den Kleinhäusern? Ja, nimmst du hier die Kupfermünzen, nimm die Kupfersterne. Und dann legst du da jetzt 4 Dinger da. Du darfst jetzt da 8 Münzen verteilen.
Wie viel brauchst du auf die anderen? Jeweils immer 4? Nee, da 3 und auf die anderen 2. Warum nimmst du ja nicht einen 5er und 3 Einer oder so ein Kram? Weil ich keinen 5er hab. Weil hier 3 Häuser stehen, da steht 2 und da stehen 3. Achso. Also tue ich da 3 Münzen hin? Mal so, dann ist das übersichtlicher, wenn die nicht übereinander sind. Dann sieht man es besser. Achso, da ist nur einer. Ja, Moment, eigentlich ist das übersichtlicher, wenn die aufeinander sind, weil da musst du die nicht alle zählen. Das zeigt er doch an. Ja, aber du musst halt immer die Hand drüber halten, dann siehst du es ja so, dass auf jeden Fall 3 und 3 und 2 sind. Ja, aber so weiß ich zum Beispiel. Weißt du zu. Das wird noch klappen, wer baut es ja aus? Ja, genau. Wer baut es ja noch aus? Vielleicht. Gucken wir mal, ich arbeite zumindest dran. Okay. Hallo Würfel. Ja, ich muss ja mal. So, dann darfst du. Eine 4. Oh, hier so ein. was haben wir da? 200 in die Mitte. Spende hier. Ach, das ist doch keiner auf deinen Park gekommen, außer Christian, da war doch nichts drin, ey. Das ist richtig die Goldlude. Ja, ich muss jetzt gleich einfach meine 11 würfeln. Alter. Hab ich gezahlt. Kann man auf jeden Fall zweimal bei Dalu Sepp, pennen. Du willst auch noch bauen, oder nicht? Ja, möchte ich. Hast du genug Geld zum Bauen? Wird knapp, ne? Also ich hab ein bisschen was auf der Kante, aber... Mit James, vor die da alle rumwürfeln, so will ich mir eben tauschen. Wir dürfen noch dran. Nicht, wir sind nicht dran. Was möchtest du da haben, James? Ich hätte gerne das Haus Lannister. Ja, aber was möchtest du mir dafür geben? Was brauchst du zum Ausbauen? Wart doch einfach trotzdem kurz bis... Also ich brauch 900. Oh, das ist ziemlich teuer. Macht ja keinen Unterschied, Christian. Und dann brauchst du ja noch so ein bisschen was, damit du was über hast. Ich sehe ja, ich bin ja bald bei dir, ne? Ja, eben, das wäre richtig teuer. Was hältst du denn von 400? Boah, ich würde mehr dafür machen. Und einmal frei bei dir pennen. Und einmal frei pennen, ja. Wo? Auf den Blauen. Auf einen der Blauen, ja. Ach so, ich dachte hier auf einen der Häuser. Okay. Du kriegst auch die goldenen, ja. Hättest du mehr machen können, Bram. Hättest du mehr machen können. Was macht ihr denn da? Ja, die tauschen. Ich hab alle 4 Häuser jetzt. Jawohl. Okay, ich darf erstmal würfeln. Ich würfel jetzt einfach gleich eine 11, und das ist gut. Eine wäre ganz gut für dich. Oh, da gehen direkt die 200 zurück. Zack, perfekt schon mal an. Zack. Vielen Dank, Sam, das ist nett von dir. Und ich. Jetzt habe ich das Haus für 200 gekauft. Hat sich doch gelohnt. Baue für. Weil jetzt kommt jetzt weißt du, das ist jetzt so ein Glücksspiel noch. Mal 7? Gucken, wer bankrott ja, geht als erstes, ey. Ja, ist eh ein Glücksspiel. Das wird gleich schon. Richtig geflattere hier, ey. Eins, oh, Christian, wir sind gleich richtig am Arsch. 4, 5. Wie war das mit Häuser? Kann man dann einfach wieder gegen Geld tauschen? Für die Hälfte des Wertes. Genau. Für die Hälfte des Wertes, das ist nicht so viel. Da musst du jetzt aufpassen, ne? Du weißt, in welche Straße du gleich kommst, aber da bist du ja eh noch einmal frei. 850? Ja 850 teilt sich aber nicht durch 150 pro Haus, oder? Ich bin auch noch nicht fertig. Was hast du denn überhaupt vor? Grade, ich muss sagst bauen. Einfach, was du machen willst. Ja, ich baue und ich überlege gerade, wie viele Häuser ich baue. 150 kostet eins. Ja. So. Dann baue ich 4 Häuser. Also man hat nicht getroffen, okay. Und getroffen. Hallo? Jawohl, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. So. Okay. Jetzt können wir hier die 4... Oh, nice, ey. Ich würde hier auf die Zwillinge was setzen, 2. So als Tipp von Profi, der noch gar nichts hat. So. Oh. Ich hoffe, dass Dalu gleich mal richtig zahlen muss bei einem, ich muss gleich bei Bram zahlen und dann bist du nochmal bei Sepp. Bitte. Ich muss jetzt gleich als nächstes erstmal eine 11 würfeln, ja? Aber dann hole ich mir das frei. Okay, Sepp, bist du fertig? Ja. Ja, okay, ich würde eben erst vorher würfeln, Christian. Dann können wir handeln. Nee, dann kriegst du 100 weniger. Wieso? Ich verstehe das auch. Ja, dann gilt der Handel, dann wird der Handel nicht zustande kommen. Ich will vorher würfeln. Na gut, dann würfel vorher. Okay, eine 12, oder? Ja. Ja. Okay. Das heißt, ich komm da drauf. Mhm. So. Bei Sepp. Schon mal 200 für dich. Genau, ich krieg jetzt 200. Und was kriegt Sepp? Jetzt wieder 4, ne? 4. Ja. 4,50 Mark. 4,50 Mark. Alles klar, hier 1, 2, 3, 4. Okay. Nice. Christian, soll ich jetzt nochmal machen oder möchtest du jetzt handeln? Jetzt mir das egal. Ja, wie gesagt, möchtest du jetzt handeln oder? Nein, sonst ist da nachher die Hypothek öffnen. Drauf, wenn du Pech hast. Weißt du, das kann ich nur auf meine Hypotheken machen. Er ist ja der günstiger. Ja, komm, dann. Okay, dann tauschen wir jetzt.
Alles klar. Zack. Komm her. Zack. Zack. Wie viel ging das jetzt über den Tisch?